Das Nachrichtenmagazin, das er von hier betrieb, war eine kleine, aber hartnäckige Stimme der Opposition. Bis zu dem Tag, als plötzlich die Polizei vor der Tür stand mit einem Durchsuchungsbefehl. Auf seinem Computer fanden sie Dateien, die zu beweisen schienen, dass er terroristische Anschläge geplant habe. Er wurde verhaftet und nach Silivri gebracht, ein Hochsicherheitsgefängnis 80 Kilometer vor Istanbul. Tatsächlich aber waren die Beweisdokumente nicht von ihm. Der türkische Geheimdienst hatte seinen Computer mit einem Trojaner infiziert und die Dateien auf seine Festplatte geschleust. This is my computer's. Das ist die Festplatte meines Computers, in die Sie die falschen Dokumente gespielt haben. Sie wussten genau, dass das Ihr eigenes Zeug war, als Sie unser Office überfallen haben. Das war sehr verstörend. Ich fühlte mich nackt und ich habe mich immer wieder gefragt, wie haben Sie das bloß gemacht? Wie sind Sie da reingekommen? Seine Anhörung wurde wieder und wieder verschoben. Diese ständige Unsicherheit, die habe erst die Angst erzeugt, die ihm bis heute in den Knochen steckt. Nach 19 Monaten aber wurde er plötzlich entlassen. Freunde hatten einen Spezialisten beauftragt, seinen Computer zu untersuchen. Der konnte nachweisen, dass er Opfer eines Trojanerangriffs geworden war. Eine einfache Übung für die Geheimdienste, da Barış seine Kommunikation nie verschlüsselt hatte. Die Computerexperten haben mich am Ende gerettet, weil sie beweisen konnten, dass diese Dokumente nicht von mir waren. Und aufgrund dieser Berichte der Computerexperten bin ich heute frei. Because of the reports, now I'm free. Seine Retter gehören zu einer kleinen, aber hochspezialisierten Gruppe von Hackern, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, sich aber nur äußerst selten vor Kameras zeigen. Wir sind mit einem von ihnen verabredet, mit Claudio Guarnieri. Er zeigt Menschen, die im Internet verfolgt werden, wie sie sich sicher im Darknet bewegen können. Vor Aufträgen kann er sich kaum retten, denn immer mehr Regierungen kaufen Software, mit deren Hilfe sie die Computer unbequemer Kritiker infizieren oder manipulieren können. So it's becoming more common. Es ist ein riesiges Geschäft geworden für immer mehr Firmen weltweit, die diese Trojaner anbieten. Und für die Regierungen ist es eine billige und einfache Methode, Oppositionelle auszuschalten. Die Firmen, die solche Trojaner herstellen, werben damit übrigens ganz ungeniert. You want to look through your target's eyes. Sie wollen durch die Augen ihrer Zielperson sehen. You have to hack your target. Sie wollen ihre Zielperson hacken? Der Clip lässt nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Firma keinerlei Skrupel hat, das auch zu tun. Exactly what we do. Genau das machen wir. Remote Control System DaVinci. Wir, die Hacking-Firma für Überwachung im Regierungsauftrag. Solche Trojaner sind derzeit die wirksamste Waffe gegen das Darknet, denn sie attackieren Computer, bevor die Verschlüsselung greift. Claudio will mir zeigen, wie einfach das geht. Er schickt mir ein Foto als ganz normale JPEG-Datei. Ich öffne das Foto, klick drauf, alles scheint normal. Jetzt bin ich in deinem Computer und kann mit dem machen, was immer ich will. Screenshots von deinem Desktop. Ich kann mithören, was du sagst. Dein Laptop ist jetzt eine große Wanze, durch die ich alles sehe, was du denkst und tust. Kannst du mich auch durch meine Webcam sehen? Ja, kein Problem. Jetzt sehe ich dich. Ich kann es vorspulen, ich kann es zurückspulen. Und du kannst auch alles mitverfolgen, was ich tippe? Ja, kann ich alles sehen. Aber das ist doch nur ein Foto. Wie kann das sein? Naja, du hast von mir eben kein Foto bekommen. Dieses Foto sieht nur aus wie ein Foto, ist aber ein Trojaner. Du wärst nie drauf gekommen, dass ich deinen Computer damit in eine Wanze verwandelt habe. Aber genau das ist passiert. But in the background something did happen.
Und das ist das Problem mit dieser Software. Sie gibt dir volle Kontrolle. Und man kann im Prinzip so absolut alles überwachen, was du tust. Und nicht nur dich, sondern deine ganze Umgebung. Am nächsten Morgen fliegen wir mit ihm zu einem seiner Klienten, Hisham Almirat, einem Arzt aus Rabat, auf der Flucht vor dem marokkanischen Geheimdienst. Claudio will seinen PC überprüfen und für Amnesty einen Bericht über Hishams Zustand verfassen. Seit einem Jahr lebt er hier im Exil, wo genau dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Sein Verbrechen: während des arabischen Frühlings begann er einen Blog, in dem er über seine Hoffnung auf Demokratie schrieb. Aber auch sein Computer wurde infiziert. Mit Claudios Hilfe ging er ins Darknet und operierte von nun an so gut geschützt, dass er für den Staat unsichtbar wurde. Being anonymous is a very powerful thing. Anonym im Netz unterwegs zu sein, ist ein ganz starker Schutz gegen all die, die dich mundtot machen wollen. Darum habe ich begonnen, Bloggern und Anwälten beizubringen, wie man im Internet Verschlüsselung nutzt. Seine Seminare wurden immer erfolgreicher, bis Hisham ein Haftbefehl erreichte. Die Anklage Terrorismus, die Drohung, 15 Jahre Gefängnis, weil er Unterricht gegeben hatte. And it creates fear in the hearts of people, so that wir alle hatten Angst, uns politisch noch zu äußern. Und deshalb waren meine Seminare strategisch eine echte Gefahr für die Regierung. Ich habe gezeigt, wie man unter dem Radar weitermachen kann. Und das wollten sie mit allen Mitteln verhindern. Dem Gefängnis ist Hisham vorläufig entkommen. Sein Exil ist nicht weniger einsam. Seit über einem Jahr hat er seine Familie nicht gesehen. Ob er jemals zurückkehren kann in seine Heimat, er weiß es nicht. Wer sind die Täter? Wer sind die, die im Dienste von Diktatoren Menschen wie Hisham bis ins Exil verfolgen? Es gelingt uns, einen Mann zu treffen, der bis vor kurzem für den syrischen Geheimdienst gearbeitet hat. Der Einblick in die innersten Zirkel des Regimes hatte und der das erste Mal überhaupt vor einer Kamera beschreibt, wie die syrische Überwachung funktioniert. Der syrische Geheimdienst hat drei Abteilungen, deren Hauptaufgabe die Überwachung der Telekommunikation und des Internets ist. Ihr Standort ist Damaskus. Das ist die sogenannte elektronische syrische Armee. Wie umfassend war die Online-Überwachung oder ist die Online-Überwachung noch? Ziel der Überwachung ist es, absolut jede Stimme im Keim zu ersticken. All die Menschen zu umzingeln, die die Revolution wollten, und ausnahmslos alle von ihnen zu überwachen, um sie dann festzunehmen. Und ja, allererste Priorität dabei hatten die Medienaktivisten, die die Revolution befeuern wollten. Was passierte, wenn Sie auf Menschen gestoßen sind, die versucht haben, sich verschlüsselt und anonym im Internet zu bewegen? Jede Person, bei der man entdeckte, dass sie versuchte, der Überwachung zu entgehen oder Kontakte ins Ausland hatte, wurde sofort festgenommen. Das galt als Hochverrat. Was passierte, wenn Sie jemanden festgenommen haben? Also, er wurde auf physische Art verhört, also gefoltert. Alle Methoden, Elektroschocks, alles. Dann wurden willkürliche Vorwürfe erhoben und die Betroffenen ins Sicherheitsgefängnis verfrachtet. Menschen, sagt er uns noch, die niemand je wieder gesehen hat. Sich im Darknet anonym zu bewegen, ist also längst nicht mehr ungefährlich in immer mehr Ländern der Welt. Ein Land aber gibt es, in dem es fast unmöglich ist: China. Das hatte mir Claudio noch in Amsterdam erklärt. In China ins Darknet zu gehen, ist eigentlich nur noch ein symbolischer Akt des Widerstands. Das kann man sich hier im Westen so gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, ohne freies Internet zu leben.
Tatsächlich fließt der Internetverkehr hinter der großen chinesischen Firewall schon seit Jahren nicht mehr frei. In China wird zwar unentwegt gesurft und gechattet, aber die Chinesen sehen nur noch das, was ihre Regierung ihnen erlaubt. Alle Seiten, die der Partei nicht passen, werden einfach gesperrt. Plötzlich kann ich nicht mehr auf Twitter, ich komme nicht auf Facebook. Stattdessen erscheint immer wieder nur dasselbe Bild, keine Verbindung. Und auch Tor ist komplett geblockt. Ins Darknet kommt man also auch nicht. Es sei denn, man benutzt mühsam komplizierte Umwege, sogenannte VPN-Tunnel. Dann geht auch Tor, irgendwann. Für Chinesen ist das ein gefährliches Terrain. Werden sie mit Tor erwischt, können ihnen hohe Gefängnisstrafen drohen. Es ist erstaunlich, dass es unter solchen Bedingungen überhaupt noch Chinesen wagen, anonym im Internet unterwegs zu sein. Und so wundert es mich nicht, dass niemand mit uns vor der Kamera darüber sprechen will. Es dauert Wochen, aber schließlich vertraut mir einer meiner Kontakte, will sich aus dem Darknet herausbegeben und mich treffen. Verabredet haben wir uns in einem Hutong, einem der alten Wohnhöfe mitten im Zentrum Pekings. Er nennt sich Mark, seinen richtigen Namen will er nicht preisgeben. Wir werden immer weniger Aktivisten hier im Internet, weil niemand weiß, was die Partei geheim entwickelt. Sie investieren immer mehr Geld, um unsere Verschlüsselung zu knacken. Wer weiß, was sie schon können? How dangerous is that for you? Wie gefährlich ist das dann für dich, im Darknet unterwegs zu sein? It's very complicated. Es ist sehr schwierig. Du musst super vorsichtig sein. For example, you cannot reveal yourself by saying who you are or by unconsciously saying where you are. Und aufpassen, dass du da auch nicht das kleinste Detail über dich preisgibst. Not even in the darknet. Also auch im Darknet nicht. Gerade da nicht. Niemand darf wissen, dass du Tor benutzt. What makes you so passionate? Warum machst du das dann überhaupt noch so leidenschaftlich, wenn es so riskant ist? I want to use Google. Ich will Google nutzen können. Simple emotion. I want to use Google. I want to access. Ich will Google nutzen können und freies Internet haben. It's just about freedom. I just want to access the free internet. I just want to be free. Ich will einfach frei sein. So einfach. Mark will selbst entscheiden, welche Welten er betreten darf. In einem Netz, das in immer mehr Ländern der Welt immer stärker abgeschottet, überwacht und manipuliert wird. Und dennoch, es gibt auch immer mehr Menschen, die jetzt erst recht dagegenhalten wollen. Ich denke, wir sollten diese Technologie nutzen, um Räume der Freiheit zu schaffen. Can see that things are changing a little. We are progressing towards a space in which cryptography and wir bewegen uns in eine Welt, in der Verschlüsselung und Privatsphäre im Netz immer wichtiger werden. Will become more and more significant. Und die Dinge sind bereits ins Rollen gekommen. Der wahre Wert des Darknets, der wird sich erst in 5 oder 10 Jahren wirklich zeigen. Ende einer Reise in die Zukunft, die längst begonnen hat. In einer Welt, die immer mehr im Internet lebt, wird auch der Kampf um Freiheit und Menschenrechte zunehmend im digitalen Raum stattfinden. Das Netz anonym zu betreten, diese Kernidee des Darknets, wird damit immer unausweichlicher.